Zunächst möchte ich Ihnen auf einer Wanderung von Mörike vorlesen. In ein freundliches Städtchen trete ich ein, in den Straßen liegt roter Abendschein. Aus einem offenen Fenster eben über den reichsten Blumenflor hinweg hört man Goldglockentöne schweben und eine Stimme scheint ein Nachtigallenchor, dass die Blüten beben, dass die Lüfte leben, dass in höherem Rot die Rosen leuchten vor. Was sich zunächst aufdrängt, ist das Bild jenes Glücksversprechens, wie es heute noch am rechten Tag von der süddeutschen Kleinstadt dem Gast gewährt wird, doch ohne das leiseste Zugeständnis ans Butzenscheibenhafte, an die Kleinstadtidylle. Es gibt das Gefühl der Wärme und Geborgenheit im Engen und ist doch zugleich ein Werk des hohen Stils, nicht von Gemütlichkeit und Behaglichkeit verschandelt, nicht sentimental die Enge gegen die Weite preisend, kein Glück im Winkel. Die rudimentäre Fabel und die Sprache helfen gleichermaßen, eine kunstvolle Balance zwischen der Utopie der nächsten Nähe und der äußersten Ferne zu stiften. Dieses Gedicht von Mörike erscheint Adorno als geschichtsphilosophische Sonnenuhr, an der sich ablesen lässt, wie es um das Versprechen steht, das die Gesellschaft ihren Individuen gibt, um das Glück. Ein wunderbares Bild, denkt Kirsten G., unsere junge Studentin, die wir jetzt ein Stück verfolgen wollen, auf ihrem Weg zur kritischen Theorie, zu Adorno. Im AfE-Turm der Frankfurter Universität bei den Soziologen findet ein Seminar statt über die Minima Moralia, eines seiner frühesten und auch eines seiner bekanntesten Bücher. Kurze, leicht lesbare und doch schwierige Stücke, die eben wieder alles miteinander verknüpfen. Geschichtsphilosophie und Ästhetik, Soziologie, Erkenntnistheorie und Psychologie. Wir haben in diesem Aphorismus 100, soweit ich es überblicke, den einzigen in den Minima Moralia vor uns, in dem versucht wird, dieses Ziel der emanzipierten Gesellschaft also wirklich einigermaßen umfassend zu beschreiben, aber eben mit all der Vorsicht, mit all der Zurückhaltung, die Adorno eben genau diesen Ausmalen von Zukünften an den Tag legt. Und zunächst mal in der Hauptsache negativ. Es geht dann im Folgenden immer wieder um diese Kritik an diesem produktivistischen Modell von Zukunft, wie man es vielleicht nennen kann. Er findet da verschiedene starke Worte, die Vorstellung vom fessellosen Tun, dem ununterbrochenen Zeugen, der pausbäckigen Unersättlichkeit, der Freiheit als Hochbetrieb. Also man kann da durchgehen und findet laufend immer wieder Bilder, in denen er darstellt, dass es diese verkehrte Vorstellung von Zukunft gibt, die eigentlich auf Hemmungslosigkeit hinausläuft und deren Hintergrund selbst wieder die kapitalistische Gesellschaft ist, deren Hintergrund selbst wieder eine wahnförmige Vergesellschaftung ist, in der es eben dazugehört, dass man dauernd mehr haben will, mehr erreichen will, in der es auch dazugehört, dass dauernd produziert werden muss und mehr produziert werden muss. Bilder aus den 60er Jahren. Theodor W. Adorno auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Als Komponist hätte er sich gerne durchgesetzt. Durchgesetzt hat er sich als alles überragender Musiktheoretiker und Philosoph. Damals hat er an seinem philosophischen Hauptwerk geschrieben, der negativen Dialektik. Damals hat er, unermüdlich arbeitend, mit Aufsätzen und Essays, in Zeitungsartikeln und Rundfunkvorträgen, in öffentlichen Diskussionen sein Projekt vorangetrieben, die kritische Theorie der Gesellschaft. Doch worüber er auch sprach und schrieb, seine Kritik war stets motiviert von der utopischen Vorstellung einer anderen, freien Gesellschaft, das heißt, von der Idee des Glücks aller. Und da hört er nun, das merken Sie sehr schnell bei ihm, dass er Glück in der Kinderzeit kennengelernt hat oder meint es kennengelernt zu haben. Und das lässt er sich nie wieder ausreden. Und das hat wohl sicher zu tun mit seiner Mutter auch, die er, eine Sängerin, wie Sie wissen, die er den Namen Adorno hier hineinbringt.
Es ist die Tochter eines korsischen Generals, der hier in Gefangenschaft war, hier in Bockenheim, in Frankfurt. Und als er durch die Straßen ging als Gefangener mit Freischein, lernte er eine Bockenheimerin kennen. Ja. Und deren Kind, die hatten ein Kind, das wurde Sängerin und sang eigentlich nur Königin der Nacht und das Waldvöglein auf Siegfried. Das sind die extrem höchsten Koloratursoprane und reiste von Riga bis Paris in diesen beiden Rollen hin und her. Eine bewunderte Mutter, die dieses Wunderkind jetzt so liebte, wie die Mutter dieses Wunderkind liebte. Frau eines Weinhändlers, der so mehr auf Durchschnittsweine sich spezialisiert hatte, Massenweine. Mhm. Das ist also ein Gegensatz durchaus. Er hat seinen Vater, er hat nie mit dem gleichen Respekt oder Zuneigung von seinem Vater gesprochen, dem Wiesengrund, wie von seiner Mutter, der Adorno. Mhm. Und er muss also in Beziehung zu seiner Mutter Glück kennengelernt haben. Mindestens die Sehnsucht, ja, die dann überraschende Erfüllung findet. Und sehr vieles jetzt ist Rekonstruktion solcher Momente. Mhm. Und wenn man, sehen Sie, es gibt Physiker, die können auf also Mikrosekunden, ja, die Plasmaphysik beherrschen, ja, oder irgendetwas anderes beherrschen. Und daraus nehmen sie die Gewissheit, für die eine ganze naturwissenschaftliche Entwicklung gerade stehen muss. Und so ähnlich ist es in den Geisteswissenschaften oder der Philosophie doch so, wenn sie an irgendeiner Stelle ein Glück erkannt haben, ja, dann wissen sie, dass es das gibt. Das kann ihnen die ganze Realität nicht wieder ausreden. Und die Realität hat als Realitätsprinzip in uns, ja, und als umbauter Raum in unseren Städten oder in unseren Gesellschaften, als verbauter Raum, eine ungeheure Überredungskraft, dass es diese ganzen Kinderzeiten nie gegeben hätte, ja, und manchmal auch, dass es sie nie geben möge, denn sie können ja chaotisch werden, ja, und hier tritt Adorno als Ungläubiger heran. Es ist eine zweite Säkularisierung eigentlich, die er predigt, ja, man kann nur an das Glück glauben, sonst kann man nicht weiterleben. Diese Vorstellung vom Glück, von der Aufhebung des Konkurrenz- und Leistungsprinzips droht, so fürchtet Kirsten G., immer mehr zu verschwinden. Die Universität auch muss sich verändert haben, vermutet Kirsten. Karriere- und Effizienzdenken haben sich verstärkt. Der Druck ist größer geworden, der Mut zur Veränderung kleiner. Eine Welt, in der die Technik eine solche Schlüsselposition hat wie heute, produziert also technologische, auf Technik eingestimmte Menschen und das selber hat seine Rationalität. Andere und seine gute, seine positive Rationalität. Andererseits aber liegt heute im Verhältnis zur Technik selbst auch etwas Überwertiges, Irrationales, etwas Pathogenes. Das hängt zusammen mit dem technologischen Schleier, also dass die Menschen immer geneigt sind, heute die Technik für die Sache selbst, für Selbstzweck, für eine Kraft eigenen Wesens zu halten und darüber vergisst, dass sie der verlängerte Arm der Menschen ist. Die Mittel, und Technik ist ein Inbegriff von Mitteln zur Selbsterhaltung, werden fetischisiert, weil die Zwecke, nämlich ein menschenwürdiges Leben, verdeckt, irrational und vom Bewusstsein der Menschen abgeschnitten sind. Kirsten G., die auch Psychologie studiert, weiß, dass die Vernunft, wie es Adorno nennt, nicht instrumentalisiert werden darf. Sie weiß ebenso, dass die Wissenschaften notwendigerweise zum Spezialistentum tendieren. Es ist aber wirklich so, dass bei einem Huhn, einer niederen Spezies, ein und derselbe Würfel immer wieder als etwa klein oder groß beurteilt wird. Wir haben diese Frage zunächst in früheren Untersuchungen mit verschiedenen Altersgruppen im Humanbereich geprüft und haben diese naheliegende Antwort gefunden, dass es so etwas wie Wahrnehmungsrelativität im menschlichen Wahrnehmen und Urteilen gibt. Aber wie ist es beim Huhn? Dazu haben wir eine Versuchsanordnung aufgebaut, die besonders einfach ausschaut. Das ist diese Versuchsanordnung, die vorsieht, dass das Tier, das Huhn in unserem Fall, hintereinander immer verschieden kleine oder große Würfel dargeboten bekommt. Im sogenannten Trainingsversuch zunächst besonders einfach, immer nur zwei verschieden große Würfel.
dann in einer späteren Phase 4 verschieden große Würfel. Und wenn er dann, wenn das Huhn gelernt hat, diese Würfel auch korrekt voneinander zu unterscheiden, es wird dann entsprechend belohnt durch Futterkörner, dann fügen wir weitere Würfel hinzu, sogenannte kleinere oder auch sogenannte größere, verschiedenfarbige oder gleichfarbige Würfel. Und wir prüfen dann die quantitativen Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmungsveränderungen als Funktion der hinzugefügten, im Testdurchgang hinzugefügten neuen Würfeln. Das ist so das Wesentliche. Empirische Forschung, ob hier mit den Hühnern in der Gestaltpsychologie oder in den Sozialwissenschaften, ist einfach notwendig. Aber, das hat Kirsten mittlerweile von Adorno gelernt, die Wissenschaften müssen, was sie tun, auch kritisch reflektieren. Die Vernunft darf nicht zum Werkzeug werden. Kirsten sieht jetzt, was der, wie es Adorno nannte, physiognomische Blick leisten soll. Den Fakten ablesen, was sie nicht selbst sind, ihre gesellschaftliche Vermittlung. Adornos Denken ist immer konkret auf den Gegenstand bezogen. Auch im Fall der Diskussion um die Becher-Eisler-Hymne, die Nationalhymne der DDR. Ein heikles Thema damals. Alle diese Nationalhymnen sind sowohl dem melodischen Duktus nach, wie vor allem auch der etwas feierlichen Harmonisierung und Instrumentation nach, untereinander so ähnlich, dass ein Aha-Erlebnis sich einstellt. Aha, Nationalhymne. Alle Nationalhymnen gleichen sich irgendwie und so, wie also ein Radiohörer, wenn er eine Orgel hört, sofort denkt, aha, Religion, so werden im Allgemeinen auch die Menschen, die diese Hymne zum ersten Mal hören, denken, aha, Nationalhymne. Dann aber, meine ich, werden doch viele unter denjenigen, die etwa diese Hymne kennen, sie ist ja bei uns nicht sehr bekannt, so reagieren, dass sie sagen, jetzt schon weit gebracht haben, was das bei uns jetzt schon die DDR-Hymne gespielt wird und werden wahrscheinlich, manche werden wahrscheinlich sogar mit einer gewissen Heftigkeit und Feindseligkeit reagieren. Das erklärt sich nur dadurch, dass alle sogenannten nationalen Symbole, wie man das so nennt, außerordentlich stark mit Affekten, mit Leidenschaften besetzt sind, die zum Teil damit zusammenhängen mögen, dass die Menschen sich kollektiv damit identifizieren, zum Teil aber auch damit, dass gerade in der gegenwärtigen aufgeklärten Welt die Menschen an solche Symbole nicht mehr recht glauben. Scheint da direkt ein Widerspruch zu sein in einer Zeit, in der man alles Vernünftige, alles Rationale so betont und alles Sentimentale und Gefühlsbetonte direkt wegschiebt, dass da eine solche Diskussion um eine Melodie entstehen kann. Das dürfte damit zusammenhängen, dass eben doch die Politik und die gesellschaftliche Gesamtverfassung nicht so durchaus rational ist, wie sie sich in unserem Zeitalter auslegt. Und dass, damit die Menschen bei der Stange bleiben und innerhalb des Bestehenden funktionieren, etwas wie Kitt, eine Art Zusatz von Irrationalität, erfordert wird. Und der wird dann, und zwar überall auf der ganzen Erde, durch, ich möchte sagen, eine manipulierte, eine künstlich angestellte Symbolik erzeugt und hervorgebracht. Ich glaube, das ließe sich an einem Gegenstand wie der DDR-Hymne sehr genau zeigen.
Jemand wie Eisler konnte natürlich großartig deklamieren, also Texte genau dem Wortrhythmus nach in Musik setzen. Er hat aber hier, um nur ja schlicht und primitiv zu sein, absichtlich falsch deklamiert, also auferstanden, aus Ruinen, das aus betont, obwohl das falsch ist. Und da er aber in Wirklichkeit rhythmisch viel subtiler reagiert, merkt man die Absicht und man wird verstimmt. Das heißt, es hat so ein bisschen dann etwas von dem Wolf aus dem Märchen, der Kreide schluckt, damit er, damit das Rotkäppchen ihn für die Großmutter hält. Weiter finde ich, ist für alle dieser heute entstandenen Hymnen ein gewisses Moment von Schwunglosigkeit charakteristisch. Wenn ich ein bisschen den Mund vollnehmen darf, würde ich sagen, der Weltgeist ist mit dieser Form überhaupt nicht mehr. Sie bekommt etwas im geschichtsphilosophischen Sinn Gekünsteltes, das sich in einer bestimmten Art von Mattheit dann ausspricht. Das hängt damit zusammen, dass die Musiksprache selbst, die Kunstsprache der Musik, heute völlig anders ist als vor 200 Jahren, als etwa die Deutschlandhymne entstanden ist, und dass infolgedessen die Komponisten nicht so reden können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern dass sie lügen müssen, damit es so klingt, als ob ihnen der Schnabel so gewachsen wäre. Und dass dieses Moment, also des Erschlichenen, das gibt dann diesen Dingen dieses nicht ganz Tragfähige. Es ist also nicht nur ein emotionaler Kitt, der nach innen zusammenhält, sondern sozusagen auch eine Demonstration nach außen. Das ist, entspricht genau der Theorie, die die Soziologie hat von der Eigengruppe und der Fremdgruppe, wo dadurch, dass man gegen eine Fremdgruppe Affekte mobilisiert, die Eigengruppe umso dichter zusammenschweißt und andererseits die Eigengruppe zusammenschweißen muss, damit sie ein wirksames Instrument im Kampf gegen die Fremdgruppe ist. Ich glaube, man muss, um das zu verstehen, daran erinnern, dass die Menschen, die also auf dem Sportfeld zuschauen, und zwar in allen Ländern, das ist eine ganz internationale Sache, sich gegen die Fremdgruppe, also einfach gegen das ausländische Team, gegen die ausländische Mannschaft, sich in einer Weise benehmen, die den einfachsten Anforderungen der Gastfreundschaft, wie sie im privaten Umkreis immer noch gelten, aufs Krasseste widerspricht. Das heißt also, dass man prinzipiell dem Geist nach bei Sportveranstaltungen einfach fremdenfeindlich ist, überall, und darüber die Gastfreiheit vergisst. Da ist Stimmung im Stadion. Aber es ist eine gefährliche Stimmung unter den massenhaft Vereinzelten, die in der Masse aufgehen. Ihre Stimmung kann jederzeit umschlagen in Aggression. Die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt, und man darf wohl sagen seit Jahrtausenden, beruht nicht, wie seit Aristoteles ideologisch unterstellt wurde, auf Anziehung, auf Attraktion, sondern auf der Verfolgung des je eigenen Interesses gegen die Interessen und gegen alle anderen. Und das hat im Charakter der Menschen bis in ihr Innerstes hinein sich niedergeschlagen. Was dem heute widerspricht, der Herdentrieb der sogenannten Lonely Crowd, also der einsamen Menge, das ist eine Reaktion darauf, ein sich zusammenrotten von Erkalteten, die die eigene Kälte nicht ertragen, aber auch nicht sie ändern können. Jeder Mensch ohne Ausnahme, und ich glaube wirklich, diese Verallgemeinerung ist streng erlaubt, jeder Mensch heute fühlt sich zu wenig geliebt,
weil jeder zu wenig lieben kann. Diese Unfähigkeit zur Identifikation, die ist wohl die wichtigste Bedingung dafür gewesen, dass so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können. Also ich habe ihn als Soziologen, der empirisch arbeitet, empirisch forscht, der insbesondere durch seine sehr wichtigen Beiträge in dieser großen Untersuchung über die autoritäre Persönlichkeit, die in den Vereinigten Staaten unter der Oberleitung von Horkheimer veranstaltet worden ist und in diesem einen Schlüsselwerk, das eben die autoritäre Persönlichkeit dann hieß, hat Adorno ganz wesentlich methodologische und methodische Beiträge geleistet, indem dort Skalen konstruiert wurden. Skalen, das sind jeweils Zusammenfassung einer Reihe von Fragen, die aufeinander abgestimmt sind und mit denen es gelingt, bestimmte Einstellungen zu ermitteln. Und da war es in der amerikanischen Arbeit, insbesondere durch die Initiative von Adorno gelungen, eine sogenannte Faschismus-Skala, eine F-Skala zu entwickeln, in der der Faschismus selbst, die Sache selbst, gar nicht bezeichnet wurde, sondern in dem Fragen, die wiederum eher auf Grundbefindlichkeiten von Menschen ausgerichtet waren, im Ergebnis etwas über das autoritäre faschistische Potenzial auszusagen erlaubten. Wir haben später hier, in den 50er Jahren und auch noch Anfang der 60er Jahre, mit Adorno zusammen eine deutsche Fassung dieser F-Skala, die wir dann A-Skala nannten. Das mag Adorno, also wir haben das als Adorno-Skala bezeichnet, man kann das auch als autoritäre Skala bezeichnen, in denen Fragen wie, also Politik ist ein schmutziges Geschäft oder es wird immer Kriege geben, die Menschen ändern sich nicht oder Gewerkschaften dienen nur egoistischen Interessen und nicht dem Allgemeinwohl. Also solche allgemeinen Aussagen zusammengenommen etwas über das autoritäre Potenzial zu erschließen erlaubten und in diesen schwierigen Ermittlungsfragen war der Adorno ein Meister. 1949 kam Adorno aus dem amerikanischen Exil zurück nach Frankfurt. An dem neu aufgebauten Institut für Sozialforschung, anfangs noch unter der Leitung von Horkheimer, wurde das Projekt einer kritischen Theorie der Gesellschaft vorangetrieben. Mit den Methoden der empirischen Sozialforschung, die sie aus den USA mitgebracht hatten. Untersuchungen gleichsam vor Ort. Und zugleich mit der Verknüpfung von philosophischer Spekulation und konkretem, auf den Gegenstand bezogenem Denken. Adorno zog die Konsequenzen aus der Erfahrung des Faschismus im Westen, des Stalinismus im Osten und der amerikanischen Kulturindustrie. Die theoretische Grundlage aber war und blieb die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Diese Motive der kritischen Theorie wurden zu Parolen der Studentenbewegung. Adorno, mehr noch Marcuse, wurden zu Leitfiguren des Widerstandes gegen die bestehende Ordnung. Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Aber dabei bedeutet diese Kritik so viel wie Anarchie der Warenproduktion. Das heißt also einen Zustand, in dem die Menschen den über sie gesellschaftlichen Gesamtprozess als ein für jeden Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Aber die Idee, die hinter der Kritik einer solchen Anarchie steht, ist ja gerade die einer Kritik an dem über die Menschen herrschenden System und nicht etwa die an der Idee einer Freiheit von Herrschaft insgesamt. Auch die Anarchie der kapitalistischen Marktwirtschaft hat eine Ordnung. Adorno begreift den Tausch als das zentrale Organisationsprinzip unserer Gesellschaft, das die Menschen bis in ihr Innerstes prägt. Durch den Tausch, den Austausch von Gegenständen, wird die ganze Gesellschaft zusammengehalten. Der Tausch macht nicht nur Äpfel und Birnen gleich. Er reduziert alles, um es austauschbar zu machen, auf ein Allgemeines. Er sieht also vom Besonderen ab, der Dinge und auch der Menschen,
weil nämlich auf diese Weise Menschen wie Dinge gehandelt und behandelt werden. Das städtische Marktwesen habe einst, meint Adorno, Individualität hervorgebracht. Die vollentwickelte Tauschgesellschaft unserer Zeit habe sie wieder zerstört, eben weil sie alle Beziehungen auf Tauschbeziehungen reduziert. Hier bin ich, denkt Kirsten G., 12 Mark in der Stunde wert. Sie jobbt gelegentlich in der Großmarkthalle und erfährt am eigenen Leib, was Adorno immer wieder beschrieben hat. Wie der Zwang zur Selbsterhaltung und das Tauschprinzip miteinander verflochten sind. Wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Anthropologie, also der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind, wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer den Paar, mit denen sie eng und womöglich durch Interessen verbunden sind, so wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlich isolierten Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusahen und keine sich regte. Nun, meine Damen und Herren, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht die Liebe predigen, deshalb, weil ich es vergeblich halte, sie zu predigen, und auch, weil keiner das Recht hätte, sie zu predigen, weil jener Mangel an Liebe, ich sagte es schon, der Mangel aller Menschen ist ohne Ausnahme, so wie sie heute existieren. Liebe predigen setzt in denen, an die man sich dabei wendet, bereits eine andere Charakterstruktur voraus. Denn die Menschen, die man lieben soll, sind ja selber so, dass sie nicht lieben können und darum keineswegs so liebenswert. Es war einer der großen Impulse des Christentums, dass es die alles durchdringende Kälte gefühlt hat und versucht hat, sie zu verändern. Aber dieser Versuch, und ich glaube, das muss gesagt sein, ist vergeblich geblieben, weil er nicht an die gesellschaftliche Ordnung rührte, welche die Kälte produziert und reproduziert. Vielleicht ist die Wärme unter den Menschen, nach der alle sich sehnen, außer in kurzen Perioden und ganz kleinen Gruppen, vielleicht auch unter manchen Wilden, bis heute überhaupt noch nicht gewesen. Wenn irgendetwas helfen kann gegen diese Kälte als Bedingung des Unheils, dann ist es allein die Einsicht in ihre eigenen Bedingungen und der Versuch, im individuellen Bereich Möglichkeiten zu schaffen, die dem entgegen sind. Man möchte glauben, je weniger in der Kindheit versagt wird, je besser Kinder behandelt werden, umso mehr Chance sei dazu. Aber auch hier ist vor Illusionen zu warnen, nicht nur deshalb, weil Kinder, die gar nicht die Grausamkeit und Härte des Lebens erfahren, dann, wenn sie aus dem Geschützten entlassen werden, erst recht der Barbarei ausgesetzt sind. Ich glaube, es gibt niemand, der so wie Adorno der bestehenden Gesellschaft radikal gegenüberstand, der sie so radikal gekannt und erkannt hat. Sein Denken war so kompromisslos, dass er sich selbst den Erfolg in dieser Gesellschaft leisten konnte. Dieser Erfolg hat sein Denken in keiner Weise infiziert und sein Denken in keiner Weise kompromittiert. Man spricht manchmal von kompromittierenden Formen seines Verhaltens. Ich glaube, über diese Formen ist dasselbe zu sagen. Sie haben seiner Radikalität nicht das Geringste angetan. Ich sehe in Ihnen die bewusste Aufrechterhaltung von Formen einer vergangenen Kultur, und zwar aus Schutz
vor der aufdringlichen, brutalen, falsch-egalitären Vertraulichkeit des Bestehenden. Irgendwie ein Pathos der Distanz, Form der Höflichkeit, Form der Härte, die vielleicht auch Angst bekunden vor zu großem Mitleid mit dem, was dem Menschen angetan wurde. Mitleid, das vielleicht die Rücksichtslosigkeit der Kritik, die notwendige Rücksichtslosigkeit der Kritik beeinträchtigen könnte. Schein und Wirklichkeit. Hinter dem Verblendungszusammenhang eine Baguette-Landschaft. Öde und Verfall. Die kritische Theorie wollte die Wirklichkeit ursprünglich an ihrem eigenen Anspruch messen. In seiner Beckett-Interpretation schreibt Adorno ironisch: Das waren gute Zeiten, als eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben werden konnte. Unsere Gesellschaft lasse sich nicht mehr begreifen. Deshalb hat er sogar noch die Philosophie an die Kunst verwiesen. Und deshalb bedarf, wie er sagt, die Kunst der Philosophie, die sie interpretiert, um zu sagen, was sie nicht sagen kann, während es doch nur von der Kunst gesagt werden kann, indem sie es nicht sagt. Deshalb hat sich Adorno immer wieder mit Beckett beschäftigt. Wenn es wirklich nichts anderes wäre als diese beiden Vagabunden, diese beiden Clowns, dann hätten ja diese Stücke, um es ganz einfach zu sagen, doch nicht diese ungeheure Gewalt, die sie tatsächlich haben, in der doch etwas weit darüber hinausgehendes steckt. Ich würde also sagen, gerade durch diese Reduktion auf diese allerarmseligsten Einzelwesen, die scheinbar überhaupt etwas Allgemeines schon gar nicht mehr haben, weil sie überhaupt nur noch Stümpfe von Dasein sind, gerade dadurch scheint etwas Allgemeines durch. Und da würde ich nun allerdings meinen, das ist genau der Punkt, an dem die geschichtliche Dimension in diese Stücke hineinfällt. Man sagt immer von Beckett, es sei eine Technik der Reduktion bis zum Äußersten, und ich habe das selber auch gesagt, und ich meine, es ist gar keine große Trouvaille, das zu sagen. Aber diese Reduktion ist ja wirklich das, was die Welt aus uns macht, um mit Karl Kraus zu reden. Was hat die Welt aus uns gemacht? Diese Stümpfe von Menschen, also diese Menschen, die eigentlich ihr Ich verloren haben, die sind eben wirklich die Produkte der Welt, in der wir leben. Es ist nicht der Beckett, der aus irgendwelchen spekulativen Gründen reduziert, sondern er ist, um es sehr pointiert zu sagen, er ist realistisch insofern, als er in diesen Gestalten, die zugleich nur noch Stümpfe und etwas Allgemeines sind, der genaue Interpret dessen, wozu die einzelnen Menschen als bloße Funktionen des universalen gesellschaftlichen Zusammenhangs werden. Er fotografiert sozusagen die Gesellschaft, in der alles Funktionszusammenhang ist, von der schäbigen Seite, indem er zeigt, was aus den Menschen in dieser funktionalen Welt wird. In der deutschen Übersetzung heißt es F1, F2, die Funktion 1, Funktion 2. Ich habe immer gedacht, Frau 1, Frau 2. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hatte Adorno gesagt. Später hat er auch bezweifelt, dass sich Individualität überhaupt noch erhalten kann. Und doch hat er das, was von der bürgerlichen Individualität noch geblieben ist, auch wenn es nur in Momentaufnahmen aufscheint, die Bilder möglichen Glücks als Potenzial des Widerstands gesehen, gegen eine Gesellschaft, die den Anspruch darauf zerstört. Also die ganze westeuropäische Geschichte hat seit 200 Jahren diese Vorstellung, dass in der Kinderzeit Glück steckt. Nun ist Adorno natürlich nicht jemand, der sagt, wer Glück erlebt hat, lebt von diesem Glück. Das würde er so nicht sagen. Sondern wer Glück erlebt hat, entbehrt es gleich darauf.
Darunter leidet er und das macht ihm ein Gedächtnis. Und nur wer dieses Gedächtnis hat, ja, hat die Sehnsucht nach dem Glück in sich. Und dies ist eigentlich das Glück, von dem er spricht. Davon lebt man. Man lebt also von der Sehnsucht nach dem Glück, von dem man eigentlich eine Ahnung hat. Aber die könnte man nicht haben, wenn man nicht irgendeine Spur davon kennengelernt hätte. Aber einer, der glücklich ist, sagt er, der vergisst es gleich darauf. Also Held Siegfried, ja, der hat überhaupt kein Gedächtnis. Der war also glücklich mit Brünnhilde, das beschreibt der Adorno an einer Stelle, und vergisst sie, da trinkt er einen Schluck Met oder Gift oder einen Zaubertrank und schon liebt er eine andere. Ja. Das geht von Frau zu Frau, das genießt und wirft weg, ja, ohne Don Juan zu sein. Das ist etwas, also das pure, unreflektierte Glück, das ist nichts, was Adorno in der Kinderzeit vermutet. Also, Kinder sind leidensfähiger, ja. Sie lernen etwas Glückliches kennen, meist über die Mütter, ja. Und anschließend entbehren sie es umso intensiver. Und dies treibt sie an ihr Leben lang. Das ist das, was er meint. Und da ist ja so eine Art von Verknüpfung zwischen Individualgeschichte und Menschheitsgeschichte bei ihm auch vorgenommen. Denn das ist gleichsam wieder das Bild, was er auf die Geschichte überträgt. Ja. Um Ursprung ist das Ziel, wie Sie es erwähnten, um zurückzugehen an den falsch gelaufenen Anfang, um das wieder anzuknüpfen. Wobei Sie sich das als eine Diaspora-Erfahrung vorstellen müssen. Er hat nie die Vorstellung, dass am Anfang ein Paradies liegt oder ein natürlicher Zustand à la Rousseau, sondern es ist verwirrend von Anfang an. Es ist falsch gelaufen. Ja? Der ganze Planet lief falsch, ja? So wie er Bewusstsein er hatte. Aber es ist sozusagen in dem Falschen etwas Richtiges beigemengt, untrennbar. Ja? Und jetzt kämpfen diese Dinge miteinander. Und aus den Spuren dieses wenigen Richtigen, ja, das nur in Form von Missverständnissen überliefert ist, ja, damit sich verbunden zu halten, diese Flaschenposten lesbar zu halten, das ist das, was er eigentlich selber als Nachricht weiterleitet. Ja. Und er sagt, keiner kann das Glück ausschließen, dass plötzlich durch ein Bündnis aller Spuren mit allen Spuren, durch eine plötzliche Ankunft mehrerer Flaschenposten in einem glücklichen Hafen, ja, hier eine gesellschaftliche Veränderung stattfindet. Diese Revolution geht aber nicht so dadurch, dass die Postämter besetzt werden. Nur wenn das, was ist, zu ändern ist, ist das, was ist, nicht alles, meinte Adorno einmal. Doch wir, denkt Kirsten, haben das Vertrauen verloren in die Kraft der großen utopischen Entwürfe, in die ganz andere, freie Gesellschaft. Was bleibt, ist die Kritik. Offenes Denken weise über sich hinaus. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, sei das Glück der Menschheit. Mit diesen Formulierungen hatte sich Adorno 1969, kurz vor seinem Tod, gegen den Vorwurf der Resignation, gegen die Vorwürfe der rebellischen Studenten gewehrt, die kritische Theorie verweigere sich der Praxis. Als Adorno starb, war Kirsten noch ein Kind. Sie hat erst viel später von Adorno gehört und dann angefangen, ihn zu lesen. Sie sucht bei ihm die radikale und kompromisslose Kritik, den Ausdruck für das Unbehagen an den bestehenden Verhältnissen. Ich denke daran, dass der Spätkapitalismus Formen der Repression entwickelt hat, die in der Marxischen Theorie traditionelle Praxis der Veränderung unmöglich zu machen scheint. Und ich denke hier besonders an die Integrierung weiter Schichten der Bevölkerung, besonders an die Integrierung der Arbeiterklasse in das bestehende kapitalistische System, in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern. Das heißt aber, dass das geschichtliche Subjekt, das gesellschaftliche Subjekt der Revolution offenbar nicht mehr da war oder offenbar nicht mehr oder noch nicht aktiv war. In diesem Sinne war er orthodoxer Marxist. Ohne eine Massenbasis in den ausgebeuteten Klassen ist eine Revolution unvorstellbar. Und weil diese Massenbasis in der gegebenen Situation, gerade in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, nicht sichtbar war, hat er sozusagen die Umsetzung der Theorie in Praxis
Kontakt. Er hat immer wieder nach den Vermittlungen gesucht, die ohne die Möglichkeit einer solchen Umsetzung aufzugeben oder zu verraten, wenigstens die Umsetzung der Theorie in Praxis vorbereiten könnte. Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist die Bedingung aller Wahrheit, schrieb Adorno. Und worin der Gedanke hinaus ist über das, woran er widerstehend sich bindet, ist seine Freiheit. Im utopischen Kern seines Denkens war das Leiden, sogar der Tod, aufgehoben. Die Idee des Glücks war der Motor seines Denkens, Versöhnung das Ziel. Adorno ist am 6. August 1969 gestorben. Doch wenn die Zeichen nicht trügen, Kirsten Geest ein Beispiel dafür, sein Werk wird wieder lebendig. Die Welt. Ein Kaleidoskop an Möglichkeiten. Abenteuer. Veränderungen. Entdeckungen.